Corona hat also tiefe Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen und laut Experten könnte sich die Situation noch verschärfen, weil sie für nächstes Jahr eine große Pleitewelle befürchten. Aber auch abseits von Corona gab es heuer in der Wirtschaft Entwicklungen, die für Aufregung gesorgt haben. Hier ein Rückblick. Das Jahr 2020 beginnt mit der Pleite eines Traditionsbetriebs. Güssinger Mineralwasser geht in Konkurs. Rettungsversuche scheitern. Die Maschinen und das gesamte Inventar werden versteigert. Gerettet wird hingegen das zahlungsunfähige Pharmazieunternehmen Sanochemia in Neufeld. Das Land springt als Investor ein, wendet den Konkurs ab und sichert 130 Arbeitsplätze ab. Das stillgelegte Enercon-Werk in Zurndorf wird von einem privaten Investor übernommen. Der Baustofferzeuger Leier aus Horizon investiert 30 Millionen Euro in die riesige Halle und schafft 80 neue Arbeitsplätze. Einen deutschen Eigentümer bekommt Mars in Breitenbrunn. Rittersport will hier ab dem nächsten Jahr mit 70 Mitarbeitern Schokolade und Rollwaffeln erzeugen. Die öffentliche Hand investiert in Infrastruktur. Die Energie Burgenland erweitert den Windpark Nickelsdorf und startet damit die dritte große Ausbauphase. Und im Südburgenland beginnt das letzte Kapitel beim Bau der Schnellstraße S7 zwischen der Südautobahn und Heiligenkreuz. Zum Schluss noch Personelles. Die Energie Burgenland hat ab Anfang nächsten Jahres zwei neue Vorstände. Stefan Scharmer und Reinhard Czerny folgen auf Michael Gerbafsitz und Alois Ecker. Norbert Lehner hat berichtet.